Ja, im März haben wir es ja nicht geschafft, einen Podcast slash Storytime für euch aufzuzeichnen. Es war aber auch einfach viel zu kalt, so dass wir jetzt dann im April hier sitzen und uns überlegt haben, ein bisschen detaillierter auf das Thema Schule in New York einzugehen. Ich verlinke das schon mal irgendwo hier oben hin. Letztes Jahr um die Zeit so ein bisschen was über unseren Schulbezirk schon erzählt, wie viele Schulen wir haben und wie viele Schüler da so ungefähr hingehen und wie der sich organisiert. Aber es gibt halt noch viel mehr interessante Sachen zu berichten. Und wir haben ja Gott sei Dank jetzt auch die Peggy hier dabei. Sie ist ja vom Fach sozusagen. Sozusagen. Sozusagen als Chefsekretärin in einer unserer Grundschulen. Und naja, fangen wir einfach mal chronologisch an oder mit dem Schulwesen an sich. Ich meine, Lisa ist ja, da haben wir ja kurz erzählt, die ist ja mitten Im Schuljahr. mitten ins Schuljahr eingeschult worden. Nehmen wir uns jetzt einfach mal unseren kleinen prächtigen Jungen als Beispiel, der ja hier seine akademische Karriere quasi von ganz vorne begonnen hat, nämlich in der In der Preschool. Preschool, ja. Genau. Hier gibt es Ja. dann auch immer noch Unterschiede zwischen Preschool und dann gibt es auch noch Nursery School und dann gibt es noch Daycare. Also da gibt es sehr viele verschiedene Varianten. Aber in dem Fall, Mattes war in der Preschool und das bedeutet also für ihn oder in seinem Fall, dass er gestartet ist mit 2 Tagen in der Woche. Nur nachmittags für 2 Stunden und im darauffolgenden Jahr war dann vormittags 3 Tage in der Woche. Also es geht auch so ein bisschen nach Alter gestaffelt. Wie alt war er eigentlich, als er angefangen hat? Mattes ist 2 Tage vor seinem 3. Geburtstag eingestiegen. Okay, also recht früh. Also Ja. Preschool ist ja das, was ich in Deutschland mit dem Kindergarten vergleichen würde, ne? Also Ja, bevor ich also zur Schule gehe, gehe ich erstmal in den Kindergarten. genau, und das war das auch in Mattes Fall. Wie gesagt, dann gibt es halt auch noch die Nursery Schools. Das ist im Prinzip für die jüngeren Kinder auch, wo die dann wirklich auch deutlich länger betreut werden. Und so ist das auch mit Daycare. Daycare startet dann quasi wie Kinderkrippe in Deutschland, würde ich Ah, sagen. okay. Ja, es gibt auch eine Nursery hier beim Home Depot, ne? Genau, das ist die Pflanzenschule oder die Baumschule oder Ja. wie auch immer man das nennen will. Also quasi der Baumarkt Ja, der aber die Garten. klammern wir heute mal aus. Wir weichen schon wieder ab. Wir weichen schon wieder ab. Also Preschool ging's los bei uns. Genau, mit 2 Tagen in der Woche. Und das, also wie gesagt, eigentlich ja nur 2 Stunden pro, also 4 Stunden in der Woche. Das war auch so ein bisschen, naja, für Mathe sehr schön. Für mich in der Organisation nicht ganz so toll, weil das war einfach ein zu kurzer Zeitraum. Ja, Aber wir hast ihn gerade abgeladen, dann bist du wieder zu Hause, fängst an, was weiß ich, die Wäsche zu machen und zack, mussten ihn schon wieder abholen fahren, ne? und da musste man sich auch immer dolle beeilen, weil dann auch schon wieder, dass man den Mattes, der durfte auch nie mit seinen Freunden danach noch mal kurz spielen, was sie eigentlich gern gemacht haben da, weil wir dann schon wieder nach Hause rennen mussten, um sicherzustellen, dass wir zu Hause sind, wenn der Schulbus von Elisabeth kam. Ja. Weil die durfte da, in dem Alter dürfen die dann auch noch nicht den Bus verlassen, ohne dass jemand da ist. Aber um jetzt einfach mal weiterzumachen, also Mattes ist dann irgendwann vormittags in die Gruppe gekommen. 3 Tage in der Woche. Und dann haben wir das auch im letzten quasi Preschool-Jahr aufgestockt, dass er dann auch, ich glaube, einen Nachmittag Ein, auch, ne? ja, damit er sich schon so ein bisschen an den Schulstress, an den Grundschulstress dann gewöhnen kann. Ein bisschen Genau. länger von zu Hause weg. Genau, da hat er dann 2 Vormittage gehabt und einen ganzen Tag. Und das fand er eigentlich auch sehr, sehr schön. Ja. Also hier ist es auch wirklich, also jetzt kenne ich mich ja im deutschen Schulsystem gar nicht so wirklich gut aus, weil ich ja noch vor der oder um die Wendezeit herum mit der Schule fertig geworden bin. Von daher weiß ich da gar nicht so viel. Aber was ich durchaus von Freunden oder Bekannten mitkriege, ist, dass in der Regel die jüngeren Jahrgänge hier nur ein paar Stunden am Tag haben. Während es ja jetzt hier schon so ist, in dem Moment, wo die dann in die Schule kommen. Und hier erfolgt die Einschulung mit 5 Jahren. Manche von den, oder im fünften Lebensjahr. Ja. Was bedeutet, manche Kinder kommen in die Schule und sind erst 4,5. Und da ist es dann auch wirklich so, dass das erste Schuljahr, das nennt sich hier Kindergarten.
das ist nicht die erste Klasse, wie man das aus Deutschland kennt. Ja, sondern wirklich also, der erste Grade ist auch noch mit K bitte abgekürzt. Ne? Genau, Kindergarten. Ja. Aber vielleicht muss man auch noch dazu erzählen, dass hier auch schon in der Preschool, ich meine, auch wenn der Mathe wirklich ja nur ein paar Stunden immer war, hier wird schon sehr viel Wert drauf gelegt, dass die Kinder auch schon die Nummern beherrschen, also zählen können bis 10, dass die Kinder auch ihre Buchstaben schon schreiben können. Also da wird auch schon angefangen und dass die auch schon so ein bisschen, naja, ich sag mal, also die lernen noch nicht wirklich lesen, aber gehen schon doll in die Richtung. Ja, also es wird schon viel Vorarbeit geleistet in der Preschool für das, was eigentlich der Kindergarten leisten soll. Genau. Kindergarten, das erste Schuljahr an der Grundschule hier. Genau, ja. Also das kannten wir ja noch von Elisabeth so, dass die quasi erst in dem letzten Jahr Kindergarten vor der Schule dann so langsam anfingen, auch die Buchstaben zu lernen und alles. Ja. Also das war schon noch recht entspannt. Da ging es wirklich eher ums Spielen und hier ist es schon alles sehr akademisch ausgerichtet. Und da gibt es dann zum Beispiel auch einmal in der Woche schon so ein Ding, das nennt sich Show and Tell. Zeig mir und erzähl mir. Das war quasi Kindergarten, das fängt schon in der Preschool an, das hatte auch der Mathis schon. Ja. Auch wenn, stimmt, da musste er immer mal sein Lieblingsspielzeugauto mitbringen und dann vor die Gruppe stellen und erzählen, das ist mein Lieblingsspielzeugauto, weil ich das vom Opa geschenkt bekommen habe. Da kriegen die also schon ganz früh, fangen die hier damit an, auch dann die Scheu zu verlieren, vor einer Gruppe zu sprechen. Weil es ist ja auch irgendwie ein wichtiger Skill fürs spätere Leben. Ne? Ja. Wenn man in der Firma mal in einem Meeting seine Klappe aufmachen muss, das kann der Amerikaner schon recht gut. Das stimmt. Deswegen haben die auch alle so ein großes Ego. Ja, ja das, aber genauso werden die von Tag 1 auch hier erzogen. Ne? Ja, hier wird auch nicht kritisiert. Also hier wird, wenn überhaupt, nur mit positiver Kritik gearbeitet. Wo dir dann also gesagt wird, du machst das alles ganz, ganz wunderbar. Vielleicht kannst du beim nächsten Mal das oder das noch ein bisschen verbessern, aber du bist toll. Ja. Das ist so, ja, wahrscheinlich schön für die Kinder. Ich bin auch niemand, der mit dem Holzhammer da drauf haut, aber so ein bisschen deutlicher sagen, dass das, was derjenige gerade macht, Blödsinn ist, ist aus meiner Sicht schon angebracht. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das ist mittlerweile auch so schon über den großen Teich geschwappt, vermutlich. Dass man, also ich höre das auch von Bekannten, dass man halt gerne mal die kleinen Kinder, ich meine, Kinder soll man in Watte packen, die muss man nicht schlagen und auch nicht treten, nein, da ist völlig nicht. Klar, aber manchmal sollte man auch den Zeigefinger heben dürfen oder den Mittelfinger und die kleine Bande zurechtweisen. Aber scheißegal. Ich wollte noch eine Sache sagen. Preschool zu Kindergarten. Ein wesentlicher Unterschied, ihr wisst, mir geht es immer um die Kohle, ist Preschool, den muss man hier bezahlen. Muss man Kindergarten in Deutschland auch, ne? Ja. Also je nachdem, was für ein Einkommen du hast, musst du dann da auch, in Deutschland musst du ja den Kindergarten bezahlen. Und hier diese Preschool oder auch die Nursery Schools und die Daycares, das sind alles private Einrichtungen. Das heißt, da muss dann auch bezahlt werden. Ein paar hundert Dollar im Monat dafür, dass die Kinder dann da eingeschult werden. Das ist bei der staatlichen Schule oder bei der Public School, ist ja keine staatliche Schule. Bei der Public School halt nicht. Da wird das alles über die Steuern finanziert in der Gemeinde, wo die Schule drin steht. Also da mussten wir dann wieder nichts bezahlen. Das stimmt, aber Preschool oder halt auch Daycare oder was auch immer, das ist hier wirklich schon ein großer Kostenfaktor. Ja. Also wir hatten noch das Glück, dass wir wirklich tatsächlich auch einen günstigen Platz erwischt hatten, vergleichsweise. Aber auch das war gar nicht so wenig. Ich kann mich zwar nicht mehr ganz genau erinnern, aber ich meine, wir sind bei 300 eingestiegen, ja, und waren im Endeffekt im letzten Jahr bei 400 noch irgendwas. Ja, es war ein bisschen mehr, als was wir in Deutschland für den kompletten Kindergarten bezahlen mussten, für eine ganze Woche, ja, Vollbetreuung, für hier 2 Tage im Vormittag. Und hier ist zum Beispiel auch kein Essen mit drin. Also gut, bei diesen kurzen Zeiten ist das sowieso nicht unbedingt nötig. Aber zum Beispiel auch an diesen langen Tagen, wenn der Mathis dann im letzten Jahr einen Tag in der Woche auch über Mittag geblieben ist,
dann ist es hier so, dass du dem Kind sein Lunch mitgeben musst. Lunch Bunch haben sie es genannt. Lunch, ne? Bunch, genau. Und das heißt also, wenn du dem was Warmes mitgeben willst, musst du einen Thermosbehälter irgendwie organisieren. Und ansonsten gibt es halt eine Schnitte mit. Ich meine, bei Mattes war das sowieso immer schwierig. Der ist heute noch schwierig, was das Essen angeht. Ja. Er ist sehr, sehr, wie sagt man auf Deutsch? Mäkelig. Mäkelig, danke. Ja. Und, aber es hat auch immer alles gut funktioniert. Ja. Also, ja, und dann gehen wir weiter zur Grundschule. Ne? Grundschule, ja, wir sind ja mittlerweile schon in der Grundschule, im Kindergarten, das erste genau. Jahr. Und dann geht's 5 Jahre weiter. Also wir haben 6 Grundschuljahre insgesamt mit genau. dem Kindergartenjahr. Ja. Also 5 wirkliche Grundschuljahre und dieses eine Kindergartenjahr. Also 6 Jahre an der Grundschule. Das ist aber auch, das kann man auch nicht verallgemeinern. Das gilt halt immer nur für den Schulbezirk, in dem man gerade ist. Genau. Da gibt es auch keine staatliche Regelung. Das kann jeder Schulbezirk so schneidern, wie er sich das will. Wo war das? In Wappingers, da haben sie... Da gehen sie 6 Jahre oder bis zur 6, also 7 Jahre zur Grundschule. 7 Jahre, genau. Und dann gehen sie auf die Middle School. Aber das kommt eben auch unter anderem auch immer drauf an, wie viel Platz in den Schulen ist. Ja. Weil tatsächlich zum Beispiel dieses Wappingers, was wir gerade erwähnt haben, das ist ein sehr, sehr großer Schuldistrikt. Und dementsprechend sind da natürlich dann auch sehr, sehr viele Kinder, die dann dort auf die Middle School kommen und manchmal funktioniert das halt platzmäßig dann auch schon mal gar nicht. Also haben die direkt gesagt, wir machen 7 Schuljahre in der Grundschule und dann gehen die erst. Also die sind dann nur 2 Jahre an der Mittelschule. Die sind nur 2 Weil Jahre. Weil hier geht es ja dann nach der Grundschule geht es weiter mit 3 Jahre Mittelschule. Genau. Und 4 Jahre Highschool. Das ist so, wie unser Schulbezirk geschnitten ist. Ja. Vielleicht, ich weiß, muss man auf die Uhr gucken, wenn wir am Ende noch dazu kommen. Da ist ein großer Umbruch bei uns im Schulbezirk, da wird das alles geändert. Aber das nur mal so als Teaser für das Ende hier. Genau, aber momentan ist es wirklich so, Grundschule 6 Schuljahre, also wirklich von Kindergarten bis einschließlich 5. Klasse. Und dann geht es weiter mit der Middle School von 6. Klasse einschließlich 8. Klasse. Und dann 9. bis 12. ist dann in der High School. Und auch da, wie gesagt, gibt es hier auch immer wieder ringsrum andere Begrifflichkeiten. Da gibt es dann auch den Begriff der Junior High für die Mittelschule, für die Middle School, ne? Und so. Also da muss man wirklich immer ganz individuell gucken. Ja, einheitlich kann der Amerikaner nicht. Nee. Was mich aber hier bei der Grundschule von Tag 1 an fasziniert hat, ist die Ausstattung mit Lehrkräften. Und Leuten, die da sich um die Kinder kümmern. Das ist schon, also was ich nicht kannte aus Deutschland zum Beispiel, war, dass hier an jeder Schule sitzt eine Nurse, eine Krankenschwester, also ein medizinisch ausgebildetes Personal. Dann gibt es Monitore, das sind Pausenaufsichten. Gibt's auch, die werden auch bezahlt. Und, die kommen morgens. Ja. Also die haben ehrlich gesagt ziemlich blöde Arbeitszeiten und ich war da auch eine Zeit lang dabei. Für uns war das aber okay, weil wir ja direkt um die Ecke wohnen. Aber die kommen halt morgens für eine halbe Stunde quasi rein, weil die Kinder fangen in unserer Grundschule, die Kinder dürfen ab 8.30 Uhr kommen und um 9 Uhr geht der Unterricht los. Und so lange passen die Monitore dann auf. Da wird im Sommer jagen sie über den Hof und im Winter sind sie in der Schule. Genau, sind die dann in ihren Klassenräumen. Und oder mittlerweile. Ja. Vorher war das auch ein bisschen anders gestaltet, aber so kann man sagen. Und da sind dann die Monitore zuständig. Die haben danach dann wieder frei, bis es dann bei uns in der Schule geht es um 10.50 Uhr mit dem ersten Lunch los. Kindergarten fängt an. Genau, mit hier gibt es auch in der Grundschule eine vollwertige Mensa oder halt eine Cafeteria. Kannte ich so auch nicht, aber das kann sein, weil ich halt auf so einer kleinen Dorfgrundschule war. Da gab es eine Schulküche, aber da wurde nie drin gekocht. Ja, also das ist hier schon sehr, sehr. Ist aber eine Catering-Firma, die das Essen bringt, ne? Also genau, das ist ausgelagert. Also da ist wirklich eine Catering-Firma, die quasi das Essen organisiert und alles. Aber und das wird warm gemacht in der Küche oder das kommt in so Thermobehältern? Das ist unterschiedlich. Also manche Sachen werden auch wirklich dort gekocht. Ah ja, also okay. die auch bei dieser Catering-Firma angestellt sind, davon müssen mindestens die Hälfte auch wirklich Köche sein. Das habe ich jetzt mal gelernt. Und wir haben 3 Küchenangestellte oder Cafeteria-Angestellte. Und davon sind 2 Köchinnen und eine ist ein Assistent quasi. Was gibt es so zu essen? Ich nehme an Vollkornbrot und
Milch. Wir sind hier in Amerika. Ja. Nee, also es ist schon, wir haben in der Grundschule noch nicht so eine Riesenauswahl. Also es gibt verschiedenste Sandwiches, wo du dann eben auswählen kannst. Zwischen Truthahn, Schinken, was auch immer, Käse-Sandwich, natürlich auch Peanut Butter and Jelly. Oder du musst aber immer auch morgens schon dein Essen bestellen. Also die sind jetzt auch nicht so, dass die im Überfluss haben, sondern du kannst morgens bestellen und mittags ist dann alles für dich vorbereitet. Ja, komm mal auf den Punkt. Was kann ich denn bestellen morgens? Ja, zum Beispiel kannst du dann halt, Pizza ist natürlich jede Pizza? Woche ein Tag. Also Pizza, entweder Cheese-Pizza oder halt mit Salami drauf. Die Aha. zwei Auswahlmöglichkeiten. Okay. Dann gibt es, was bei den Kindern auch geliebt wird, Brunch for Lunch. Das ist dann quasi French Toast. Wie nennt man das in Deutschland? Sowas wie arme Ritter, ne? Ja, so French Toast. Aber das gibt es mittlerweile kennt man, glaube ich. Ja. French Toast, da gibt es dann so eine kleine Frikadelle dazu. Oder ein Joghurt, wenn man das lieber möchte. Dann gibt es natürlich so eine Art, also entweder Waffeln oder auch Pancakes gibt es dann noch. Und dann kannst du da natürlich auch deinen Sirup dazu haben. Also diese Tage sind immer sehr, sehr eklig, wenn man dann den Boden anguckt. Aber okay, die Kinder lieben es. So halt. Oder was gibt es denn noch so? Ich weiß das gar nicht so genau. Chips bestimmt, ne? Natürlich, Chips kannst du dir immer dann auch holen. Und Getränke hier, Fanta und so ein Zeug? Oder? Nee, keine Sodas. Keine Sodas. Es gibt Wasser, es gibt normale Milch, es gibt Kakaomilch. Aha. Letztes Jahr oder das Jahr zuvor sind sie dazu übergegangen, dass sie so eine, also es gibt immer auch Juice, Orangensaft oder ja. Apfelsaft. Okay. Ab und an, aber das ist wirklich, ich glaube nur einmal im Monat oder so gibt es auch so Dosen, es ist quasi sowas wie Soda, aber das gibt es auch nur einmal im Monat und auch nur, wenn du wirklich eine Bescheinigung von zu Hause mitgebracht hast, dass du dir sowas kaufen darfst. Okay, ja. Das wären so. Aber du hast eben gesagt, Brunch for Lunch. Ja. Bedeutet das auch, dass es theoretisch auch ein Frühstück gäbe für die Kinder? Mittlerweile, seit diesem Schuljahr, haben wir Frühstück. Oh. Jeden Morgen, wenn die Kinder aus dem Bus steigen, dann stehen da ein paar Tische parat, wo dann wirklich, wo sich die Kinder Essen holen können. Ah. Und man muss dazu sagen, seit diesem Schuljahr ist es auch komplett kostenlos. Das Frühstück und auch das Mittagessen bei uns in der Schule, also im Distrikt. Und beim Frühstück gibt es dann zur Auswahl, lass mich mal nachdenken, ich glaube, man kann ein Bagel haben und dann kriegt man auch Cream Cheese oder Butter dazu. Aha. Oder man kann halt auch Cerealien, also hier so Frühstücksflocken-Zeugs haben. Da gibt es dann so kleine abgepackte Packungen, Kakaomilch oder normale Milch oder Orangensaft. Das sind, glaube ich, die und natürlich Äpfel. Äpfel werden hier auch gerne gereicht. Ja. Und das ist so die Auswahl für den Morgen. Und am Anfang haben das wenige Kinder in Anspruch genommen, weil das einfach keiner gewohnt war und weil das auch tatsächlich eher ungewöhnlich war, dass es kostenlos war. Aber mittlerweile siehst du halt wirklich die Kinder aus dem Bus aussteigen, direkt erstmal zu diesen Tischen gehen und sich ihr Essen zusammenzustellen. Und die nehmen das dann mit in die Klasse und essen es da? Ja, also entweder wenn sie in der Klasse sind, müssen sie es da essen oder sie dürfen das halt, wenn wir draußen, oder wenn die Kinder draußen sind, vor. Ja. Sie müssen es aber auf jeden Fall aufgegessen haben, bevor die Schule anfängt. Okay. Also da. Ja, lass uns nochmal den Bogen zu dem Stuff an dieser Grundschule kriegen. Wir haben also, die Nurse haben wir gesagt, ist da, die sich halt um alle Wehwehchen kümmert. Genau. Und wenn ein Kind nicht kommt, rufe ich nicht das Office an, sondern ich rufe die Nurse an. Richtig, ne? Genau. Du also hinterlässt die ist so der eine Nachricht oder aber wenn du keine Nachricht hinterlässt, dann ist die Nurse diejenige, die danach anruft. Da läuft alles zusammen. Genau, also das war für mich auch neu. Als Lisa, es hat ja auch ein paar Mal gefehlt und dann habe ich dann auch da angerufen und da wurde ich dann halt zum Nurses Office durchgestellt und ich war völlig verwirrt und sagte, nee, die ist nicht krank, die kann nur nicht, weil dies und das. Ja, aber egal, die Nurse, die ist der zentrale Kinderabwesenheitsanlaufpunkt. Richtig, hier. Genau. Attendance. Also Anwesenheit, ja. Nicht Abwesenheit, Anwesenheit. Ja, ja das läuft darüber. Und dann gibt es natürlich, klar, wie gesagt, unseren Office-Stuff. Das sind dann in dem Fall in unserer Schule zwei Sekretärinnen. Und dann gibt es in jeder Klasse mindestens zwei Lehrer, ne?
Oder nee. Den Lehrer und den Teacher Assistant. Ja, nicht in jeder Klasse unbedingt zwei, aber in den meisten Klassen ja. zwei. Also es gibt, wie gesagt, in jeder Klasse mindestens einen Lehrer. Manche Klassen haben auch mehr Lehrer. Also wir haben auch, aber das sind dann halt auch so eine integrativen Klassen. Das haben wir halt auch ein paar. Und da haben wir zum Beispiel eine Klasse, da sind im Moment 12 Kinder drin. Und es sind aber zwei Lehrer und zwei Teaching Assistants drin. Das ist aber durchaus auch vonnöten. Also von daher, das ist sehr, sehr schön geregelt. Also in fast jeder Klasse ist ein Teaching Assistant und das hilft ungemein dem Lehrer und den Kindern. Weil wenn du halt was nicht verstanden hast zum Beispiel, dann gehst du halt in dem Fall dann zum Teaching Assistant, lässt dir das nochmal kurz erklären ja. oder setzt dich halt mit demjenigen hin und machst die Aufgaben zusammen. Während alle anderen schon weiter fortfahren können im Stoff. Oder wenn du eben zum Beispiel, im umgekehrten Fall funktioniert das auch, sprich, wenn du gelangweilt bist, weil das, was gerade gelehrt wird, kannst du schon oder kennst du schon, dann wird der Teaching Assistant dafür sorgen, dass du halt was zu tun kriegst und eben nicht zum Beispiel den Unterricht störst, weil du genervt oder gelangweilt bist. Ja. Das ist schon sehr, sehr praktisch. Was haben wir noch für Leute in der Schule? Also wir haben tatsächlich Social Worker und Psychologen haben wir in den Schulen, also in unserer Schule. Die sind auch fest an jeder Schule? Also bei uns ist es jetzt so, dass wir momentan für die Grundschulen 4 Social Worker und Psychologen haben, nee, 5. Und die werden, also es ist pro Tag auf jeden Fall immer mindestens einer da, aber das variiert halt mal, weil die auch in die anderen Schulen gehen. Ah ja, okay. Also es ist nicht immer derselbe. Aber da. Es ist immer jemand vor Ort, wenn man wen braucht. Ja, natürlich ja. gibt es immer wieder Situationen, wo das mal nicht der Fall ist. Ja, die verstecken sich schon alle, ne? Wie die Mitarbeiter ja, am Baumarkt. Im Großen und Ganzen ist genau das Konzept, dass immer jemand da ist. Und das ist auch wichtig und gut so. Wir haben zum Beispiel aber auch Hausmeister, mehrere. Ah, stimmt, Hausmeister, klar. Wir haben, wir haben einen Head Custodian, also sprich den Haupthausmeister. Der Hochhausmeister. Der Chef von den Hausmeistern ja. bei uns an der Schule, der ist, ich glaube, der fängt morgens um 5 an und ist bis nachmittags um 2 oder so da. Wow. Und über den Tag verteilt hat er dann, also viele Hausmeister sind auch bei uns Busfahrer im Distrikt. Ja. Nicht jeder. Also unser Head Custodian ist nicht. Der ist halt nur bei uns an der Schule. Aber die anderen fahren eben auch Busse, das heißt, die müssen dann halt auch gucken, die sind dann auch zu unterschiedlichen Zeiten da. Und wir haben auch einen zwei späte Hausmeister. Also wir haben dann einen, der fängt nachmittags, ich glaube um 2 an und ist bis abends um 9 da. Und dann haben wir noch einen, der kommt, nachdem er die letzten Kinder mit dem Bus abgesetzt hat und ist dann irgendwie, der kommt also dann gegen 3:30 oder 4 wieder zurück von seiner Tour. Und ist dann da bis 10 Uhr abends. Achso, und der repariert dann da in Ruhe Sachen, die kaputt gegangen sind. Ja. Ja. Und morgens, der muss wahrscheinlich Schnee räumen im Winter. Sozusagen, ja, genau. Ja. Also der muss dann auch gucken, weil, also in diesem Schuljahr ist es ja jetzt auch so, dass wir zwar nach wie vor die Cafeteria haben, aber dass zum Beispiel die Kinder ihr Mittagessen in den Klassenräumen haben. Das ja. heißt also, die gehen mit der ganzen Klasse dann zur Cafeteria, holen sich ihr Essen ab, gehen dann zurück zum Klassenraum, um eben dieses ganze Gemausche mit anderen Kindern zu unterbinden. Und dementsprechend fällt dann da natürlich der ganze Müll an. Das heißt also, ja. der geht zwischendurch durch die Hallen und sammelt den Müll. Die haben auch so einen geilen Ghostbusters-Dings, ne? Die haben so einen Staubsauger, den sich auf den Rücken schnallen, ja. habe ich gesehen, ne? Und gehen dann damit durch die Schule. Ja, die haben schon ganz schön tolle Werkzeuge und alles. Ja, und große gelbe Busse haben sie. Das außerdem. Ja. Ja, aber was wir zum Beispiel auch an jeder Schule haben, ist ein Security Officer. Mittlerweile oder schon immer? Mittlerweile. Also wir hatten immer schon Security Officers, aber nicht an jeder Schule. Und jetzt ist es so, dass wir das tatsächlich an jeder einzelnen Schule bei uns haben. Und unserer zum Beispiel ist ein Polizei Officer,
retired, ja, genau. Ja. Also der ist schon in Rente. Der ist ein bisschen lustig, wenn man sagt, der ist in Rente, weil der ist so alt wie ich. Wir sind im gleichen Jahrgang. Also, aber der hat wohl schon irgendwie 20 Jahre bei der Polizei gedient und macht das jetzt hauptberuflich bei uns. Das heißt also, der muss dann halt gucken, wenn irgendwas los ist, oder der steht in Kontakt. Ich meine, es gibt ja auch immer wieder Situationen, wo man durchaus auch mal einen Security Guy gebrauchen kann. Nichts wirklich Tragisches. Ja, da gibt es so Geschichten, die du erzählst, wenn hier zum Beispiel hier geschiedene Elternpaare, wo dann ein Elternpaar das Kind nicht abholen darf oder so. Ne? Genau. Das ist dann, wo man die braucht. Genau. Wenn unschöne wir dann, Sachen. Ja, also teilweise sind das wirklich sehr unschöne Sachen. Und wir hatten auch, man hat ja logischerweise auch immer mal Fälle, wo dann quasi das Jugendamt eingeschaltet werden muss und so. Da ist natürlich dann so, wo dann Security und wo dann auch natürlich die Psychologen und der Schuldirektor und so weiter alle mit eingebunden sind. Und ja, war da letztens die Geschichte, wo sie sich im Bus irgendwie explizit gewaltverherrlichende Videos angeguckt haben, diese kleinen Grundschüler, ne? Ja. Und sowas, da hatten wir auch bei uns in der Familie auch mal einen Fall. Nee, also nicht sowas. Wie war das? Lisa hat mit ihrem Telefon einen gefilmt im Bus. Und der hat da zu Hause erzählt und da ist die Mutter, die ist auch berserk gelaufen. Weil, man muss dazu sagen, dieser Junge ist regelmäßig aufgefallen wegen schlechtem Benehmen. Ja, und Lise wollte das dokumentieren oder was? Und Lise, ich glaube sogar, dass sie noch nicht mal gefilmt hat, sondern einfach nur den loswerden wollte und hat dann halt ihr Handy hochgehalten. Weil wir haben auch wirklich keinerlei Spuren von einem Video gefunden. Aber die Security hat bei uns geklingelt. Ja. Weil der Idiot sich natürlich bei seiner genauso idiotischen Mutter beschwert hat und die dann eskaliert ist. Ja. Aber egal, Security. Also es kommt auch keiner mehr bei euch in die Schule rein, ne? So Nein, ohne unsere weiteres. Schulen sind geschlossen. Ab 9 Uhr morgens ist die Schule zu und dann kommt auch keiner wirklich rein. Und dieses Jahr ganz extrem, klar, da kommt jetzt sowieso keiner mehr rein. Aber vorher war es halt auch so, dass die dann sich anmelden müssen, die müssen klingeln, die müssen sich ausweisen und dann erst. Und jetzt mit unserem Security Guy Rob, der hat jetzt auch sein eigenes kleines Office. Bei uns ist gerade alles im Umbau und der kriegt also wie so ein kleines Aquarium, wo der drin sitzt. Und ja, also der hat den vollen Überblick im Gegensatz zu allen anderen und muss da gucken, dass nichts passiert. Und das ist wichtig, würde ich mal denken. Also es gibt sonst noch zu erzählen. So ja, nach der was mir noch auffällt, oder wenn ich kann ja immer nur zu meiner Grundschule Vergleiche ziehen, zu meiner Dorfgrundschule da in der Eifel. Aber wir hatten Lehrer, die haben im Prinzip alles unterrichtet. Also wir hatten einen Klassenlehrer, die Frau Zech war meine Klassenlehrerin und die hat mir Sachunterricht, Heimatkunde, Mathematik, Deutsch und Sport, die hat alles gemacht. Das ist bei euch anders, ne? Da gibt es diese Special-Lehrer. Ja, es gibt, ja, also im Prinzip sind die Lehrer hier auch, dass sie im Großen und Ganzen, also die akademischen Fächer abarbeiten und das alles auch unterrichten können. Aber was man vielleicht auch dazu sagen muss, hier unterrichten die in der Regel nur ein Schuljahr. Also ich meine, die sind ausgebildet für Grundschule, aber in der Regel... Stimmt, du wechselst jedes Jahr den jedes Klassenlehrer. Jedes Jahr den Lehrer, ne? Genau. Du hast nicht, wie man das aus Deutschland kennt, dass du irgendwie, keine Ahnung, so und so viele Jahre denselben Lehrer hast. Nee. Das wird jedes Jahr neu zusammengemischt und dementsprechend viele von den Lehrern sind halt wirklich schon teilweise Jahrzehnte, dass sie Second Grade unterrichten und andere wieder immer nur Kindergarten und so weiter und so fort. Also das kann auch mal tauschen oder wechseln, aber es ist eher selten. Und ja, also die normalen akademischen Fächer, die da wären Englisch, Science, also was wir halt unter Sachunterricht. Aha, okay. So hieß das bei uns in der Eifel. Ich weiß gar nicht, bei uns gab es ja immer so eine Mischung aus Geografie und also. Ja. Also hier ist es halt Science, dann gibt es natürlich, habe ich schon Englisch gesagt? So Sozialkunde, wie heißt das? Social Studies? Machen die Social an der Grundschule Studies, schon? Ja, aber auch erst ab, also richtig als Fach gibt es das erst ab der 6. Klasse. Also Mittelschule. Ja, aber vorher ist es schon auch immer so Teil. Also es ist ja auch nicht... Wir haben auch keinen direkten Plan, wie man das aus Deutschland kennt, wo du
deinen Also ein Stundenplan, erste Stunde Deutsch, zweite Mathe ja, oder das so. ist nicht. Also das einzige Fach, was wirklich jeden Tag zur selben Zeit stattfindet, das ist dieses Special. Das ist dann einen Tag, also wir haben einen 6-Tage-Kalender. So, das ist dann also Music, also Musikunterricht. Musik ist Special, okay. Dann Kunst. Kunst, okay. Sportunterricht, den haben wir 2-mal in der Woche. Aha. Pro Klasse. Dann Chor und Band oder ist das alles Musik? Nee, also du hast eine ganz normale Musikstunde und dann ab der vierten Klasse kannst du ja dann auch Musikinstrument. Stimmt, du so, lernst, das ist dann Teil des Ganzen. Du lernst ja Instrumente an der Schule, das finde ich auch ziemlich toll. Genau. Ich musste ja extra zu einer Musikschule gehen, die auch wieder Geld gekostet hat. Aber auch das ist wieder bei uns im Distrikt. Ja, genau. Und hier kannst überall. Du dann auch, ja klar, ist immer alles nur, wir können niemals nicht für die ganzen USA genau. noch für den ganzen State New York sprechen. Also bei uns ist es tatsächlich so, ab der vierten Klasse, also in der dritten Klasse im normalen Musikunterricht kriegst du die Blödflocke. Die muss jeder lernen. Ja. Und ab der vierten Klasse kannst du dann auswählen, ob du ein Instrument lernen willst oder nicht. Also da macht dir auch keiner Vorwurf, wenn nicht. Und da wählst du dann zwischen Orchester oder Band, wobei du als Musiker ja, dann mehr sagen kannst. Ja, Orchester ist hier halt, das sind halt hier die Streichelinstrumente, so Geigen, Cello, ja. Bratsche, Kontrabass. Das ist das Orchester und die Band ist dann halt das ganze Blechblaszeug hier, Trompeten, Saxophone. Ja, aber und auch so. Percussion und so. Ja gut, Percussion ist da nicht bei beiden. Ja, also Band und ich meine, wir mussten uns ja auch die Konzerte anhören, als wir noch in die Schule gehen durften. Das ist schon sehr herausfordernd zum Teil. Die haben aber auch pro Woche tatsächlich nur eine halbe Stunde. Also ja. Es ist noch nicht mal eine ganze Unterrichtsstunde. Und es ist halt in kleine Gruppen aufgeteilt und dann werden die auch aus dem ganz normalen Unterricht rausgenommen. Und gehen dann da in ihrer Zweiergruppe oder so und gehen dann da zum... Klar, wenn man sich das betrachtet, dass die im Prinzip vorher noch nie eine Trompete in der Hand hatten und der muss denen dann beibringen, wie rum hält man die und wie bläst man da rein. Und dann spielen sie noch als Gruppe zusammen ein Lied. Ja, mein Gott, dann ist das halt ein bisschen schräg. Aber sie machen was zusammen. In der Grundschule. Ich glaube, wenn sie da eine Baseballmannschaft zusammenstellen in der gleichen Altersstufe, die schlagen genauso oft neben den Ball daneben, wie der Trompeter einmal daneben greift in dieser Band hier. Ja. Also ja, die machen das aber schon ganz ja, schön. Ja, das ist herrlich. Achso, und ein Special ist übrigens, wo wir gerade wieder beim Special landen, ist auch Bibliothek. Also wir haben in der Schule auch eine eigene Bibliothek. Die ist wirklich mittendrin. Und in dieser Bibliotheksklasse, dieses Jahr ist das auch wieder ein bisschen anders, aber so generell haben wir diese Bibliothek und da wird aber auch viel, nicht nur, dass man Bücher liest oder sowas alles, sondern tatsächlich, da werden auch neue Technologien vorgestellt. Also die haben dann zum Beispiel so kleine Roboter, wo du dann halt so eine Straße malst und genau beachten musst, wie du was jetzt malst, damit die da langfahren können, weil das dann halt so dieses Coding und so ist. War da auch dieser Drohnentyp bei euch an der Schule mal? Ja, aber der war ja von der Highschool und das war ja nur im Rahmen von so einer Projektwoche. Also, die haben nur gezeigt, an der Highschool haben sie ein Drohnenteam, die machen also Kunstfliegen mit Drohnen und ja, so. Genau, also das ist aber, also das ist hier bei uns nicht, aber die machen hier auch viel in diesem Bereich. Ja, ja und dann gibt es auch den Obermotz von der ganzen Chose, ne? Den Direktor, ne? Der Principal. Ja, der Principal. Ja, und der guckt sich übrigens meine Videos immer an, versteht kein Wort Deutsch und darum sage ich jetzt mal seinen Namen, damit der sich fragt, was habe ich wohl gesagt, ne? Der Josh Cohen. Genau. Ja. Mein Chef. Genau. Und unser Principal. Ja, aber auch da kommt es halt wieder drauf an, zum Beispiel, also der hat zum Beispiel keinen zweiten an der Seite. Während zum Beispiel ab der Middle School und die High School, ab der Middle School, genau, da gibt es noch einen Assistant Principal. Und an der Highschool gibt es sogar 2 Assistant Principals, weil das halt deutlich mehr Schüler dann auch sind. Ich meine, wir sind ja doch eher ein kleiner Laden in der Grundschule. Aber um dieses ganze System noch so ein bisschen kurz fertig zu erklären. Wie hießen die nochmal in Deutschland, die Assistant Principals? Ich nicht. Konrektor. Ah, okay. Zumindest das hatte ich nie. An
Als ich schon auf der Regalschule war, da gab es dann den Direktor und den Konrektor. Die beiden haben halt den Laden geschmissen. Na, Also ja. bei euch hießen die auch Direktor? Ich dachte mal, bei euch Oder auf nur der Seite Rektor? Rektor. Ja. Also ich bin aufgewachsen mit einem Direktor. Es gab einen Rektor und einen Konrektor. Okay. Ja. Ja, und das ist dann zum Beispiel auch so ein Punkt. Und in der Middle School, ja, wie gesagt, ist dann auch so noch ein Ja. bisschen anders. Ja, der Mittelschule, das wäre ja dann quasi bei uns die nächste Stufe, so Realschule oder Gymnasium oder sowas. Was sie da hier schon machen ist, da haben sie nicht nur nicht ständig denselben Lehrer, da müssen sie auch in jeder Stunde schon den Raum wechseln, ne? Genau. Also da in der Grundschule ist es wenigstens so, dass die kleinen Wänste in einem Klassenraum sitzen und werden da komplett unterrichtet. In der Mittelschule fängt die Rennerei dann an, da haben sie 5 Minuten Zeit, sich ihre Kurse zu suchen da, ne? Was mir gerade auch noch einfällt, weil wir haben ja über die Mitarbeiter gesprochen. Ja. Ein ganz großer Punkt bei uns in der Schule oder in allen Schulen im Distrikt sind auch diese zum Beispiel One-on-Ones, also wirklich Betreuer für Kinder, sprich wer mich kennt, weiß zum Beispiel, dass ich mit einem kleinen Mädchen gearbeitet habe, die nicht gesprochen hat und die auch immer, also die auch nicht alleine gelaufen ist und so weiter und so fort. Also ich habe auch eine Zeit lang als 1:1 Betreuung gearbeitet, weil die halt alleine das nicht machen konnte. Die war durchaus fähig, geistig, aber eben körperlich Ja, hat die war die irgendwie aus dem Kriegsgebiet. aus dem Kriegsgebiet hier, genau. Und oder aber wenn jemand halt sehr verhaltensauffällig ist, dann kriegen die in der Regel auch eine 1:1 Betreuung. Das heißt also, das sind dann noch andere Leute, also das sind keine Teaching Assistants, sondern die nennt man hier Teacher Aides, also wirklich Helfer. Und die kümmern sich dann den ganzen Tag um nichts anderes als um dieses eine Kind. Oder in manchen Schulen, also ich weiß, Middle School ist dann eher 2:1. Ja. Da hast du dann zwei Kinder als ein Betreuer oder so. Und das sind natürlich aber auch extrem wichtige Leute, die man so in der Schule haben kann, weil das hilft auch, dass die Klasse gut funktioniert. Und wir haben zum Beispiel auch bei uns in der Schule auch eine Lehrerin, die Englisch unterrichtet für die Kinder, die eben aus anderen Ländern kommen, so wie das bei Elisabeth der Fall war, die ja kein Wort Englisch sprach. Ja. Ja, also die Kinder sind trotzdem in einer ganz regulären Klasse, werden aber auch einmal am Tag für eine Unterrichtsstunde rausgeholt und lernen dann noch ein bisschen mehr Englisch oder lernen, wie man Buchstaben oder wie man das ausspricht und so weiter und so fort. Und genauso haben wir, wenn du eben zum Beispiel Sprachprobleme hast, wie das zum Beispiel bei Mathis der Fall war, wir haben auch eine Sprachtherapeutin bei uns in der Schule. Und das ist auch in jeder Grundschule bei uns im Distrikt. Genau, der hatte ein paar Konsonanten, die kamen irgendwie sehr spät erst raus bei ihm. Genau. Und ja, da haben wir auch nach Hause auch eine Sprachtherapeutin vom Schulbezirk abgestellt bekommen. Die kam dann einmal die Woche nachmittags und Zweimal sogar, zweimal die Woche. hat mit ihm halt Konsonanten geübt und so ein Zeug. Genau. Das ist auch, also vom Schulsystem bin ich eigentlich ziemlich begeistert hier im Vergleich zu dem, was ich kenne, was Also jetzt auf nur auch jeden Fall schon im Grundschulsystem. 40 Jahre her ist, Ja, ne? Grundschulsystem muss man echt sagen, das ist große Klasse. Middle School und High School, manches können wir vielleicht gar nicht wirklich beurteilen. Ja. Weil es auch, also man muss dazu sagen, als Eltern ist man hier sehr involviert in der Grundschulzeit. Man wird über alles Mögliche informiert. Man kriegt genaue Infos, was gerade abgeht. Ab der Middle School und ab der High School ist man plötzlich als Eltern außen vor. Da wird man nur noch informiert, wenn irgendwas schief läuft. Ja, das ist auch, also wir haben natürlich auch eine App hier auf unserem Telefon, weil Zeugnisse, sowas auf Papier, sowas Gibt es gibt es hier nicht. nicht, sondern es gibt halt eine Report-Card es gibt die zweimal im Jahr, ne? Am Halbjahr und am Jahresende und die kannst du halt ausdrucken, aber das ist im Prinzip einfach nur eine Excel-Tabelle, wo irgendwie drin steht, wie ungefähr die Reise irgendwo hingeht. Also so ein Zeugnis mit Musik 2, Sport 3, Englisch 1 oder sowas. Sowas gibt es hier nicht. Aber was seltsam ist oder was mir auffällt, ist, mit diesen Apps hier drauf haben wir jetzt quasi auch eine Echtzeitüberwachung der Hausaufgaben unserer Kinder. Ja. Also ich kannte das noch von früher in meiner Zeit. Hast du einmal die Hausaufgaben vergessen, mach dann Strich ins Klassenbuch. Zweimal noch einen und beim dritten Mal gibt es dann einen Brief nach Hause oder so. Das heißt, da war eine recht
große Verzögerung. Oder man hat es erst auf dem Elternsprechtag erfahren. Bei uns poppt hier jeden Tag oder jeden zweiten Tag irgendwie irgendeine Nachricht im Handy auf, weil irgendwas zu spät abgegeben wurde. Meistens ist es im Moment auch so, weil das Computersystem von der Schule einfach ein bisschen überlastet ist durch diese Homeschooling-Kiste hier, dass dann Sachen einfach abgegeben sind, aber noch nicht verbucht wurden vom Lehrer. Und dann kriegen wir sofort hier eine Notification aufs Handy, Mathe wurde nicht abgegeben. Und das finde ich ein bisschen nervig, ne? weil ich muss das eigentlich nicht in Echtzeit wissen. Das ist auch tatsächlich, wir sehen das auch im Moment, also eigentlich sehen wir das fast nur bei Mathis, ne? Muss man jetzt mal ehrlich zugeben. Aber das ist auch, also man kann ihm da manchmal auch gar keinen Vorwurf machen. Also wir haben es auch schon erlebt, dass er sehr wohl in der Klasse ist. Also die haben ja nach wie vor dieses Hybridmodell, also 2 Tage, beziehungsweise jetzt starten sie mit 3 Tagen pro Woche, gehen sie in die Schule und dann 2 Tage online zu Hause. Und manches Mal ist er wirklich online und wir sehen das auch. Und trotzdem kommt die Meldung von der Schule, dass er nicht eingeloggt ist oder so. Und das ist halt wirklich dann eine Macke im Schulsystem oder in diesem Computersystem. Aber das ist schon auch so ein bisschen frustrierend für das Kind, aber auch für uns. Also wenn ich dann zum Beispiel in der Schule bin und dann kriege ich schon wieder diese Meldung, teilweise eine Zeit lang haben die auch angerufen ständig, und ich sitze dann in der Schule und weiß noch gar nicht mal wirklich, was zu Hause los ist, ob Mathis online ist oder nicht. Das ist schon so ein bisschen frustrierend. So, ich schicke dann also sofort wieder eine Meldung an Mathis. Was ist los? Warum bist du nicht online? Mathis schickt mir einen Screenshot und sagt, Mama, ich bin online. Also es ist ein bisschen schwierig. Es ist ein bisschen crazy. Aber auch da weichen wir jetzt eigentlich wieder ab. Ja, wir sind schon wieder lange über der Zeit hier und wir haben ja noch das große Highlight-Thema genau, am Ende. Genau, also gehen wir jetzt direkt darauf hin, oder? Ja, wir können ja noch mal kurz zusammenfassen. Wir haben in unserem Schulbezirk 3 Grundschulen, genau, wo die Grundschüler dann nach 6 Jahren, Kindergarten 1, 2, 3, 4, 5, gehen sie zu einer einzigen Mittelschule. Also da sind dann 3 Klassen voll mit kleinen Teenagern, die anfangen zu stinken, weil die Hormone einschlagen und verbringen dann da ihre Zeit, bevor es dann geschlossen weitergeht zur Highschool. Also es kommt von 3 und geht auf 2 einzelne Schulen. So, und jetzt ist hier seit 10 Jahren, hast du mir erzählt. Also ist schon lange im Gespräch, immer mal wieder im Gespräch. Unser Schulbezirk dran und möchte das reformieren. Genau, also wir haben ja nun hier, dadurch, dass unser Atomkraftwerk geschlossen wurde, haben wir halt einfach extreme finanzielle Einbußen für den Schuldistrikt, was dazu führt, dass natürlich dann auch die Grundstücksteuern oder die Grundsteuern extrem angehoben wurden, sodass also Leute, die hier ein Haus besitzen, sehr viel mehr bezahlen mittlerweile, auch für das Schulsystem, das ist auch Part oder Teil davon. Und da hat man also jetzt hin und her überlegt, was man macht, wie man das jetzt handeln kann und so weiter und so fort. Und hat dieses Princeton-Plan, der Princeton-Plan ist jetzt... Ja, das ist das Schlagwort. Ne? ...wieder zur Sprache gekommen. Die University of Princeton hat also einen Forschungsauftrag irgendwann gehabt, vor 20 Jahren schon oder so. Mhm. Und hat dann halt eine neue Art und Weise, wie man seinen Schulbezirk organisiert. Hier gibt es tatsächlich erfunden. Auch schon einige Distrikte in der Umgebung und überhaupt im Land, die das auch so machen. Also dadurch, dass ich ja nun jetzt viele von diesen Konferenzen auch mitbekomme, habe ich da natürlich auch viele Erfahrungsberichte gehört und dadurch fällt es mir auch durchaus leicht zu sagen, mir gefällt das System. Ja, aber was ist das System? Die Leute wollen das wissen. Ja, also das System ist jetzt so, dass man halt sagt, okay, diese 3 Grundschulen, die sind von der Population her so unterschiedlich und auch von der Gegend, dass es halt schwer handelbar ist. Dementsprechend hat man sich jetzt entschieden oder möchte man sich entscheiden, dass es eine Grundschule betreut nur noch Kindergarten und First Grade, also erste Klasse. Dann gibt es die 2. Grundschule. Da gehen dann die Kinder hin, wenn sie in der 2. und in der 3. Klasse sind. Und dann in der 3. Grundschule werden die in der 4. und 5. Klasse betreut. So weit, so gut. Der Plan dahinter ist einfach, A, die Kinder lernen sich schon von Anfang an alle kennen. Also es ist nicht so diese Grüppchenbildung, die dann so peinlich ist in der Middle School. Wenn dann so alle sich so zusammenfinden, manche kennen sich schon vom Sport, aber wenn du zum Beispiel keine sportlichen Kinder hast, dann kennen die sich in der Regel noch nicht wirklich mit anderen.
Und der zweite Plan ist natürlich auch, dass Leute, also dass so Spezialisten wie zum Beispiel die Psychologen oder diese Speziallehrer für lernverzögerte Kinder, Ja. dass die dann halt gebündelt in einer Schule sind und sich nicht zum Beispiel aufteilen müssen zwischen drei Grundschulen oder so. Sodass also, wir haben zum Beispiel das oftmals, dass Kinder eigentlich in ein bestimmtes Programm gehören, das aber bei uns an der Schule nicht angeboten wird und dementsprechend müssten die eigentlich in eine andere Schule gehen. So ist es im Moment. Und aufgrund der Situation, dass wir eine sehr reiche Gegend haben, ich sag mal eine ganz normale und eher eine ärmere Gegend, wo die Grundschulen bei uns angesiedelt sind, trauen sich manchmal zum Beispiel die ärmeren Kinder gar nicht erst in die Grundschule, wo die reicheren sind, weil die halt auch entsprechend, naja, die sind schon sehr, sehr arrogant und lassen einen da nicht wirklich rein. Und hier sagt man, okay, also an der Stelle, das könnte man einfach umgehen, indem man sagt, okay, wir haben die und die Klassenform, also dieses Programm, das wird halt jetzt angeboten, weil ist ja klar, wir können da auch eine Klasse zusammen bilden und so weiter und so fort. Und das Ganze würde auch insgesamt zwar mit mehr Fahrerei verbunden, wobei so viel mehr Fahrerei ist das eigentlich auch nicht. Ja, ich glaube, der Hauptpunkt ist, wir sparen Geld, ne? Wir sparen Also. auf jeden Fall Geld, aber Eltern regen sich hier im Moment auf, dass dann eben ihre Kinder nicht mehr direkt in der Nachbarschaft sind, sondern eben mit dem Bus eine halbe Ja. Stunde über Land fahren. Ist sicherlich nicht toll. Auf der anderen Seite, das ist halt wie bei so vielen anderen Sachen. In der Regel haben ja nicht die Kinder das Problem damit. Das ist genauso, wie man das jetzt in der Pandemie deutlich sieht. Die Kinder haben nicht das Problem damit, der Regel zu folgen, dass sie die Maske tragen müssen, sondern die Eltern Ja, finden es das sind nie doof. die Kinder, die irgendwelche Probleme haben, es sind immer die Eltern. Aber Genau. das wissen wir ja alle, ne? Ja. Ja. Und da so ist es halt im Moment. Also die Eltern aus der reicheren Gegend, sag ich mal, die gehen jetzt auf die Barrikaden, die möchten das nicht. Alle anderen sehen durchaus die Chancen, die dahinter stecken. Ja. Also es betrifft, dieses ganze Prinzip wird nicht viel Auswirkungen auf die Schulen unserer Kinder haben, weil mit der Middle School und der High School, da wird im Moment sich nicht viel Ja, das ändern. bleibt, das ist Das nur ist die ja nach wie Grundschulen, vor, ne? das sind nur die Grundschulen. Und jetzt ist morgen, ist eine große Abstimmung wieder. Also es ist eigentlich schon geplant. Jetzt muss halt noch abgestimmt werden, ab wann. Im Moment, wir als Mitarbeiter tendieren natürlich dafür, dass wir sagen, okay, wir hätten das gerne ab September, weil Ja, wir haben dann ja jetzt auch einen schönen Schnitt durch diese ganze Pandemie, richtig, ne? genau, wir haben so viele Kinder, die online von zu Hause arbeiten und sowieso nicht in der Schule waren und so weiter. Aber es sieht im Moment so aus, dass es erst im darauffolgenden Jahr oder so umgesetzt werden soll. Aber wie auch immer, also dieser Prinzenplan an sich bietet eine Menge Chancen für Ja, uns. also hätte man dann quasi von den drei Grundschulen haben wir quasi eine Grundgrundschule, eine Mittelgrundschule und eine Hochgrundschule. Und Genau. ein linearer Durchmarsch, ne? Also ich gehe 2 Jahre zu der Schule, dann gehe ich zwei zu der, drei und vier. Ja. Also eigentlich passt das ganz Also es gut. klingt für mich jetzt auch logisch, dieser Princeton-Plan. Und klar spart man da Geld. Man hat quasi dann nur eine Schule, an der Kindergarten und erste Klasse ist. Da gehen alle Buntstifte und Wachsmalkreiden hin. Und an die nächste Schule, da kommen die Rechenschieber hin. Man braucht nicht alles dreimal kaufen und dreimal organisieren. Das ist schon alles ziemlich schlüssig, warum man das machen will. Ja, selbst wenn man allein bei der Bibliothek stehen bleibt. Ne? Im Ja, Moment genau. haben wir drei Grundschulen mit einer wirklich sehr umfangreichen Bibliothek, die aber eben wirklich vom Kindergarten bis zu Fifth Grade alles beinhalten muss, was du so haben willst. Und wenn du das natürlich spezialisieren kannst auf jetzt nur die und die Grades und dann danach auf die und die Klassenstufe oder so, das macht ja schon irgendwie, also das macht schon Sinn. Ja. Und ich meine, es wird schwierig. Manche Lehrer müssen dann halt woanders hin. Stellenabbau soll es angeblich nicht so dolle geben. Also ja, es ist tatsächlich die Rede davon, dass man irgendwie plant, 14 Stellen abzubauen. Ja, ein Haufen Leute retiren aber auch, ne? Man plant, das über Retirement, also über in Rente gehen, auch ein bisschen abzufangen. Und
Von daher, ja, müssen wir mal gucken. Also ja, ja, das war dann jetzt kurz und knapp der Princeton-Plan. Ne? Genau. Jetzt sind wir schon bei Minute 50. Oh, jetzt müssen wir dann lieber aufhören. Müssen wir langsam mal ein Ende finden. Es wird auch langsam dunkel. Wobei es ist wunderschön im Hintergrund. Könnt ihr das eigentlich sehen? Nicht wirklich, ne? Ich weiß nicht. Also wir haben im Moment hier gerade den Sonnenuntergang haben wir quasi schon verpasst. Aber ja, unsere Zuhörer am Podcast, die können das ja eh nicht sehen. Ihr müsst dann sowieso zu YouTube kommen und euch da das Video ansehen. Ja, das war etwas ausführlicher Bericht mit Peggy, meiner Schulexpertin an meiner Seite, über wie genau jetzt Schulleben bei uns im Schulbezirk, im Hendrick Hudson School District in Cortland, wie das hier abläuft. Ja, ja. Und das ist, wie gesagt, das ist in jedem Schulbezirk völlig anders und jeder macht das so, wie er will. Theoretisch gibt es da immer noch viel zu erzählen, aber ja, wir wollen es jetzt auch nicht über, wir wollen euch nicht überstrapazieren. Nee, vielleicht habt ihr ja einfach Fragen aus dem viel Erzählten, was ihr jetzt gehört habt. Vielleicht ist ja was unklar geblieben oder ihr habt schon mal gehört oder im Fernsehen gesehen. Dann fragt einfach nach. Billiger kommen da nicht an fundierte Informationen ran als über Peggy, die jetzt im Chefsekretariat sitzt und auf alles Zugriff hat. Naja, wir wollen nicht übertreiben. Ja, ja, aber so generell gilt natürlich wie immer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr gerne mal bestimmte Themen angeschnitten haben wollt, weil es ist natürlich auch schwierig, immer so ins Blaue heraus sich was auszudenken. Ja. Wir wollen euch gerne teilhaben lassen, wir wollen gerne mehr erzählen, aber es wäre halt schön, wenn wir so eine Richtung von euch kriegen. Ja, genau. Ja, und with that said, schönen Dank fürs Zuhören, wer es bis hierhin geschafft hat. Daumen hoch. Ja. Jetzt müssen wir uns überlegen, was wir heute Abend essen. Und dann geht's Tagesschau und ins Bett. Ne? Genau, so machen wir das. Tschüss, also, tschüss, liebe Folger.